Alright, Leute, wir gehen mal rein mit einer Podiumsplatzparty. Ich weiß gar nicht mal, was für ein Podiumsplatz wir hatten. Oh, wir haben gewonnen. Stimmt. Wir haben Spa gewonnen. So, wer ist unser Rivale? Huh. Gib mir halt die beiden, die zumindest in Real Life eben mit Abstand stärksten Auto sitzen. Komm, Sponsorvertrag mit Loop erneuern. Oh, Saisonpause. So, weiter. Mit dem No Commentary Racer Kanal könnte ich eine 50% Karriere machen, damit wäre fast alles abgedeckt. Nee. Nee, das wäre. Nee. Nee, 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 nee. Max als Rivale, easy los. Mhm. Ja, machen wir mal so. Und wir gehen weiter. Hm. Upgrades leider nicht durchgekommen, alle. Ja, wir fahren jetzt in Sand vor. Wir werden auf jeden Fall nicht auf KI 105 fahren. Been there, done that. Ich bin in Sandford nicht schnell. Ob das jetzt die Strecke ist, ob es die KI-Gegner sind, die hier einfach schneller sind, oder ob ich einfach nur unfassbar schlecht hier bin, I don't know. Aber ich glaube, wir werden alle viel mehr Spaß haben, wenn ich so auf, ja, so auf 98 und 103 gehe. Gehen wir auf 97 und 102. Auf Sandwort ist die KI echt stärker. Dann haben wir auch Andys Bestätigung. Und moin moin Roby, was geht, mein Lieber? Oh, Aston Martin und Mercedes sind vorbeigezogen. So, schnell mal ins erste Training. Logitech G29 mit der PS5 kompatibel? Ja. So. Schwül und warm in Berlin, sonst alles bestens für einen Montag. Nice. Ich muss auch sagen, ich schmelze dahin quasi. Das meine ich nicht im romantischen Sinne. Eieieiei. Puh, ansonsten alles entspannt. Könnte mir vorstellen, dass die Hitze auch ein bisschen auf mein Gemüt schlägt. Aber mal gucken. Babs, danke für die 50. Merci. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich einfach ein paar Spritztouren mehr einlegen. Und dann würde das schon passen. Danks, Boom. Moin, moin. Werde ich dieses Jahr zu einem F1-GP gehen? Ey, was ist hier los? Weiß ich nicht. Moin, Babs. Sehr viel trinken, ganz wichtig. So, ich habe auch hier nochmal eine Flasche neben mir. Agua. So, komm schon. Jetzt machen wir was Gutes. Meine Güte, Alter, wir haben heute aber auch echt Pech bei den Trainingsprogrammen. So, jetzt bitte. Yes. Nice.
Und Chris Vienna, vielen Dank für die 500 Bizzarinos und das Abspielen der Flute-Version von dem F1-Theme. Ja, die Musik gerade hat echt gut zu den fehlgeschlagenen Programmen gepasst. Für die Leute, die sich auf YouTube vielleicht wundern, warum ich jetzt von Musik rede, das hört man später in der Aufnahme dann nicht mehr. Bro, wie die Getriebe einfach komplett leiden hier. So wie ich jetzt in Sandford. Ey, ich habe aber eine Idee, wie wir in Sandford schneller sein können. Okay, ganz kurz. Wir machen Trick 37. Moin, Holger. Die Getriebe werden getrieben. Dem Trieb hast du nicht standhalten können, ne? Wir checken mal ganz kurz F1 World aus. Schauen uns da die besten Listen in Sandvor an. Und gucken mal, was die Leute hier für einen Flügel fahren. Denn I have a komisches Gefühl, that die Flügeleinstellung ist hauptsächlich dafür entscheidend, how schnell du can go. Ja. Oder aus dem Dock. Ich habe keinen Dock bisher. Das dürfte wahrscheinlich derselbe Link sein, ne? Ja. Ja, ich meine, in der Karriere will ich ja eh nie so. Okay, ganz kurz. Standardmäßig hat man 36-36. Was hat denn Marcel Kiefer hier so? Zack, zack. Wow. Setup laden. Danke. 50-40? Hä? Lee Mather. Ja. Valentin Prüfer. Ich glaube, das ist auch ein legit Mensch. 50-40. Autsch. Hm. Safe schon ein Rennen gefahren heute. Ja, ich bin in den 37 Minuten schon ein Rennen gefahren. Und Chris, vielen Dank für die 400 Bits. Und die Demonstration dessen, dass welcher Klitschko auch immer an dem Wort spektakulär gescheitert ist. Spiegedrü. Mehr interessante Kampf muss sein. Vielen Dank. Gehen wir mal rein. So. Nehmen wir mal das Setup so. Dann passt das alles schon. Let's go! Oh nein, Dave holt Pole Position. Cool. Geiler Typ. Mein DRS steht offen. Alter, Kamui Kobayashi auf 9. Geiler Typ. Super geil. So, der hat auch schon 5 Punkte geholt hier direkt.
Der fährt mir gleich um die Ohren. So geil. So, ja, wer hätte das gedacht? Ich verliere das Rivalenduell gegen einen der Red Bull. War da gerade die Temperatur in Grad Fahrenheit angegeben? Bro, wen interessiert denn Grad Fahrenheit? Eieiei. Vielen Dank für die 1000, Chris. Und vielen Dank nochmal für die 250, Chris. Alter, ey, vielen, vielen Dank. Oh Mann, bist du manchmal in Deutschland? Nur mal so raff gefragt. Warte mal ganz kurz, das kann man hardcore optimieren. Boah, das ist sogar noch ein Ticken schneller, ne? Gehen wir einfach mal rein. Nehmen jetzt die Mets mit. Nö, nix Deutschland. Okay, copy that. Moin Konfuzius. Da guck ich mal, wann ich in Österreich rumkomme. Achso, Boxeneinfahrt erlaube ich mir ein paar Rewinds, weil ich habe keine Ahnung, wie man die Boxeneinfahrt richtig nimmt. Puh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Chris. China 100% Fullwit. Geil. Stört mich das nicht, dass die Strecke über die Zeiten backt? Es war mir bis eben nicht aufgefallen. Insofern danke. Aber nicht so wirklich, nee. Moment schon mal. Das war kein Meter, Rüdiger.
Alter. Hä? Häufigkeit Autoschaden Standard. Nur mal um es zu testen. Ah, okay. Was? Hä? Als ob? Hä? Das war kein DNF? Ich glaube, ich werde gleich so durchgereicht. Du hast Autoschaden reduziert. Ich weiß. Das ist, damit man nicht überall für jeden kleinen Furz, irgendwelche Unterbodenschäden oder sonst was bekommt. Das war ein F121 Buggy und seitdem habe ich es nie wieder hochgestellt, weil ich keine Lust habe auf irgendein Rennen, wo ich dann die ganze Zeit mit Damage fahre, wo Jeff mir das nicht mal ansagt und wo du teilweise noch nicht mal irgendwas falsch gemacht hast. Ist es in 23 auch wieder? Das Verbackte oder was? Ja, super. Ein weiser Mann namens Domain1099 hat mal gesagt, F1 kann ein ziemlich lustiges Spiel sein, wenn man einfach alles, was es versucht zu simulieren, abstellt. Ja, okay, nice. Dann, das ist ja die goldrichtige Entscheidung. Nee, also, trust me. Hat mir 5 Rennen zerschossen, bis ich es gemerkt habe. Oh. Das ist doch was Erfreuliches. Nee, ich... Wie gesagt, man muss... Man muss ja nicht immer auf maximale Simulation gehen. Maximale Simulation. Der weise Dom sagt doch einmal, mit Profis arbeiten. Hä? Ich verstehe nicht, wen du gerade meinst, Holger, oder was? Aber ich fühle mich strangerweise kurz offended. Komme ich auf Sandford klar? Also fahrerisch finde ich die Strecke ist nicht so ultimativ schwierig. Ich habe nur immer das Gefühl, dass die KI hier maximal overpowered ist. Also die Schadensanzeige in den F1-Games ist ja eh ein bisschen immer, Ist halt schade, dass du nicht irgendwie auch eine Prozentanzeige oder sowas hast, sondern Balken oder so.
Weil, was sollen Leute sagen mit Rot-Grün-Schwäche? Die erkennen ja gar nichts. Also, beziehungsweise du erkennst ja auch ohne Rot-Grün-Schwäche nichts. SR, das ist die Strecke Zandvoort in den Niederlanden. Und ja, die ist recht anspruchsvoll. Was war mit Maldonado? Hab nur die letzten Sekunden dazu gehört. Ich musste seinen Vertrag vor Abu Dhabi verlängern. Hatte nicht genug Kohle und deswegen konnte ich ihn nicht verlängern. Deswegen musste ich mir schon für Abu Dhabi einen neuen Fahrer holen. Danke. Danke, Laruco. Wobei es aktuell, glaube ich, auch nicht so schwer ist, 10-mal so geil zu sein wie die Real F1. True. Ohne Red Bull wäre das eine übel spannende Saison. Wobei man es auch irgendwo so sehen muss. Ohne Red Bull wären aktuell Fernando Alonso und Lewis Hamilton im WM-Zweikampf. Der Rest wäre ziemlich abgeschlagen, to be honest. Aber trotzdem, Alonso gegen Hamilton würde ich sehen. Würde ich sehen wollen.
Das Coolste wäre aber, dass man dann zwei Fahrer ganz vorne hätte. Aber dadurch, dass sich das Kräfteverhältnis immer ändert, könnten natürlich auch noch die Ferrari-Piloten ohne WM-Titel mitfighten und auch McLaren könnte theoretisch noch da eingreifen. Verteidigt. Oh. Alter! Benno, Schatzi, danke für den Tier 2 Submarino. 29. Rosen sind rot, Schnitzel sind lecker. Koaxialverbindungsstecker. Ah, das erinnert mich an Here I Sit, Broken Hearted, Came to Shit, but Only Farted. Was geht, mein Lieber? Oh, Stroll greift an. Die haben sich ja schon in Silverstone echt gern gehabt. Hat Stroll einen sehr effektiven Takedown erzielt. Snyatz, was machen Sachen? Schalt, Leute! Auf geht's, Schatzi. Jetzt holen wir hier auf. Etwas weniger als 5 Sekunden zu Sainz.
Nein! Über eine Sekunde Vorsprung zu Kobayashi, das wollte ich nicht. Oh oh. Oh, wir haben Dave Gaming Views. Geil. Oh nein. Das heißt, du schaust deine VODs selber. Ja. Du dich? Da du keine VODs hast, Tom, ist es hier Schrödingers VOD. Weiß ich, ob du dich schauen würdest oder nicht. F1 23, super Game. Ich genieß. Ehrlich gesagt weiß ich aber noch nicht, was ich mit der Strat mache. Natürlich würde ich mir selbst zuschauen. Rüstet sie vorbei. Ich habe aber das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad mir gerade sehr angemessen ist. Gutes Balancing, Dave.
Oh Leute, ich habe eine kurze Anfrage. Hättet ihr ein Problem damit, dass ich parallel auch beim anderen Job gerade nachgehe? Chat, geht das klar? Ja, nein? Ja, okay, danke. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ja, ein McSunday. Was hätten Sie gern für eine Soße drauf? Karamellsoße? Ach, Kamael? Nein, hier ist Patrick. Okay. Ja. Nee, die Erdbeersoße ist leider aus. Okay, dann bleibt's bei einem McSunday. Danke! Fahren Sie bitte vor zum Schalter. Daisy, danke für die 100. Und Tasty, vielen Dank für die 50. Einfach Orangensaft. Turn up. Ich frag mich ja, wer bei Megas da sitzt und sich denkt, heute gönne ich mir mal ein Royal TS Menü mit einer Cola und einem richtig geilen Salat. Wenn, dann sind es zwei Royal TS mit einem richtig geilen Salat. Oha, McDonald's Salat underrated. Ja, ich sag's mal so, für Salat isst man doch woanders, oder? Le Big Mac. Du wirst nicht raten, wie die ein Viertelfünder mit Käse denn. Wie die denn nicht ein Viertelfünder mit Käse? Nee, die haben das metrische System. Ein Viertelfünder mit Käse heißt bei denen ein Royal mit Käse. Royal mit Käse? Und wir nennen den Big Mac? Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen den Le Big Mac. Burger King oder McDonald's? Also ich sag mal so, beides ist okay, aber in Wiesbaden ist es halt so, wenn du zu dem Burger King willst, dann musst du entweder zu einer der ferngelegenen Bowlingbahnen oder aber du gehst neben ein rot beleuchtetes Haus und ist da im Burger King und ja, da McDonald's irgendwie besser zugänglich ist, wenn, dann läuft's auch meist auf McDonald's hinaus. Aber da jetzt sicher irgendjemand da sitzen wird und sich denken wird, ach, diese ganzen Fastfood-Sachen. Selber kochen ist besser, Leute. Kocht selbst. Oder nutzt die Lieferando-App oder so. Oh, nee, Spaß. Ja, aber manchmal muss. Coach Steph hat letztens ein gutes Video gemacht. Drei Situationen, drei Gründe zu Megas zu gehen. Erstens, du bist an der Autobahnraststätte und es gibt nichts Besseres zu essen. Zweitens, du bist übelst hackedicht und
es hat keinen Döner mehr offen. Drittens, du bist hackedicht und in der Nähe gibt's keinen Dönermann oder so oder irgendwie sowas ähnliches. JB, danke für den zweiten mit Prime. Danke. Danke dir. Zur Seite mit dir! Viertens, Kinder nölen und du hast keinen Bock, gerade was selbst zu machen. Da würde ich sogar den... Also ich würde tatsächlich versuchen, meine Kids, wenn ich welche hätte... Übelst, alter, tasty! Danke dir für die 10 Gift-Subs, holy moly! Ehre! Ah! Schluck Scheibenwasser. Ich habe kein Scheibenwasser drin. Schade. Tasty, vielen Dank. Ich würde tatsächlich versuchen, meine Kids komplett von Magus und Co. fernzuhalten. Irgendwann in der Jugend, ja, okay, aber... Also, da werden sie es eh... da werden sie eh mal hingehen und so, aber... I don't know. Bis dahin muss man natürlich eigene Routinen noch ändern, aber ja. Ab Grundschule wird das schwer. Ja. Vielleicht muss man die Kinder irgendwie anders konditionieren. So in jede Paprikaschote, die sie essen, einfach so ein Ü-Ei-Spielzeug reintun. Nein! Wie oft haben wir denn... haben wir jetzt sicher zum vierten oder fünften Mal hier DRS-Probleme? Oder wenn die Kinder... Also ich würde tatsächlich den Tipp geben, Too Much CC, wenn die Kinder nölen und man keinen Bock hat, was zu machen, dann einfach bei irgendetwas Gesünderem bestellen. Ich sage jetzt nicht gesund, sondern gesünder. Aber was halt trotzdem irgendwie ganz geil schmeckt. Irgendwas bei Nordsee oder irgendwas bei, oder es gibt ja auch andere Fisch-Dingsbums, ihr wisst schon, ne? Oder irgendwas bei, Subway oder... Es gibt auch andere Sandwichplätze und sowas. Ihr wisst schon Bescheid. Kindern Kochen beibringen. Ja gut, aber dass du gerade selbst keine Lust oder Zeit hast, etwas zu machen, das impliziert ja auch das gemeinsame... gerade, ja, kommt auch darauf an, was für Kinder es sind. Wenn jetzt ein 13-jähriger Junge ist, dann würde ich auch sagen, ja, mach dir selbst was oder so, da kannst du dem Kind was, da kannst du dem Kind beibringen zu kochen. Aber wenn es jetzt ein 6-jähriges Kind ist, kannst du halt schlecht sagen, ja, mach dir doch deine eigene Spaghetti Carbonara, Justin. Oh, moin Speedy, Meal Prep für 5 Tage, das geht auch, moin Paul. Du kannst dir keine eigenen schokoladenüberzogenen Macadamia-Nüsse machen. Was lernst du in der Schule, Jacqueline? Ja, Oliver, das mit deiner Haselnussallergie ist mir komplett egal. Du isst den Hanuta-Riegel. Oh Gott. Oh mein Gott. Oder so extra von gesundem Essen abhalten. Aber Papa, ich will einen Apfel essen. Du hast jetzt den Cheeseburger, hab ich dir gesagt. Da ist Kindermilch drin. Ah, nee, so Kinderschokolade. Ja, Backkäse, Kindermilch. Leberwurst. Teewurst. Du isst deine Dino-Nuggets, die sind nicht umsonst ausgestorben.
Oh. Huh. Alter, was passiert hier denn? Habt ihr wenigstens den Imperial March laufen alle, oder? Oh, Perez gegen Alonso, schieb ihn raus. Dennis, danke für den 35. mit Prime. Was ist denn hier wieder los? Was ist denn hier los? Wir stellen uns gerade Ernährungsszenarien mit Kids vor. Ich habe einmal auf einem Geburtstag mit einem Kumpel, der das Geburtstagskind dann auch war, ein Spaghetti-Wettessen mit ihm gemacht. Also, ich sag mal so, nach 3,5 Teller Spaghetti war bei mir echt... Heieiei, da war wirklich... Nicht nur der Kampf gegen ihn verloren. Wir sind halt später auch noch Fußballspielen gewesen. Und ich sage mal so, ich habe eine etwas längere Halbzeitpause verursacht, durchaus. Und er hat halt 5 Teller Spaghetti geschafft, Alter. Oh Mann, ey. Alter, Sainz! Achso, der hat noch Norris da drin im Gepäck. Alter. Ich hab halt nicht mal DRS, Alter, sonst könnte ich wenigstens den Fahrzeugen hinterherfahren, die mich gerade komplett teabaggen, ey. Mann. Carlos, du kriegst jetzt eine Woche nichts zu essen. Mama, Papa, warum? Das kommt davon, dass du die marmeladengefüllten Digger Pfannkuchen nennst. Der ist ein Berliner. Der Jim wird von seinem Vater nur gelobt und der nimmt die Krapfen. Nein! Aber jetzt mal Hand aufs Herz, dieses marmeladengefüllte Gebäck, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen. Wir nennen es hier Berliner. Die ist doch eh overrated. Es ist doch maximal overrated, das Zeug, oder? Mega schlechte Strategie. Ist auch immer gut, nach 26, 27 gefahrenen Runden zu sagen, wie schlecht die Strategie doch sei. Ist wichtig. Ich habe einen übelsten Ohrwurm, Alter. N'Golo, N'Golo, Kante. Es gibt nur eine Gelegenheit, wann das Zeug wirklich okay ist, und das ist dann Silvester. Ja, wenn ich mal drüber nachdenke, was ich mir als Kind für ekelhaftes Süßzeug vom Bäcker reingepfiffen habe. Ey, so ein Amerikaner ist auch einfach echt... Bläh. Einfach Zuckerfettglasur auf einem pumpigen, breiigen, schmierigen... wie heißt das? Teig. Huh.
Was halt goated ist, ist halt Kirschplunder. Gegen Kirschplunder kommt nichts an. Pop-Tarts, das nennen die Amis Frühstück. Ey, ich habe einmal Pop-Tarts probiert, ich fand die auch übelst widerlich. Bro, haben wir jetzt mal vielleicht langsam aber sicher wieder DRS oder haben wir DDR-Wochen und DRS ist aus? Streuselbrötchen. Ich muss auch sagen, Streuselgebäck ist auch echt. Also wir haben früher so Streuselstücke gehabt. Streusel selbst sind lecker, aber die Teigmasse ist halt oft einfach. Also die ist halt wirklich einfach nur so clunky irgendwie. Windbeutel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ich halt sagen muss, ist, wir haben halt übelst geile Süßgebäcke. Also, es gibt ein... Also, Dom wird das bestätigen. Es gibt armenischen Kuchen, eine armenische Torte, der alles übertrifft. Armenische Honigtorte ist das Leckerste an Süßzeug, was es auf diesem gesamten Planeten gibt. Period. Es ist nur Zucker und Fett, aber es ist ultra geil. Warum habe ich eigentlich vor dem Rennen geduscht? Das ist korrekt. Ey, Dom. Ehre. Weil Dom ist immer in Troll-Mode, so dass er auch hier hätte einfach irgendwas Trolliges antworten können. Gibt's zu kaufen im Laden? Nee. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob wir das mal... Ob wir das mal für YouTube backen könnten oder für Twitch. Blini mit Kaviar und Schmand. Also Blinchik kenne ich. Also wir nennen sie Blinchik. Aber nicht mit Kaviar und Schmand. Backstream, let's go. Ah, Punkt 1 Sekunden, nice. Als 13,6. Da bin ich fast eine Sekunde schneller, nice. Dave bei Pizza Meet kocht. Ich muss mal den Kids schreiben, ob die mal auf sowas Bock hätten. Ansonsten, da werden mir auch alle Georgier zustimmen. Chinkali ist auch. Boah. Oh mein Gott, da fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt schon locker ein halbes Jahr kein Chinkali gehabt. Ich muss mal diese ganzen Rezepte meiner Mutter abluchsen.
Baklava ist auch interessant. Da gibt es auch eine armenische Version, Pachlava, wo man mit Walnüssen statt mit Pistazien arbeitet. Ja, Reason, wenn es verbuggt ist, sei es drum. Ich weiß, durch den Rewind kriegt man das immer weg, aber... Dann ist es halt so. Ich brauche es ja aktuell auch eh nicht. Reifen sehen aber ganz gut aus, sie funktionieren. Ich bin nach 28 Runden drin gewesen, oder? Safe Baking, ja Mann. Viper, danke dir für den Prime Sub. Ehre. Angster, danke dir für den 6 mit Prime. Merci. Brudi, könnt ihr mich mal durchlassen? Boah, Tiramisu ist auch echt gut, ja. Klassiker. Nice, die nächsten Leute gehen an die Box. Sechs zum Teamkollegen. Oh, seine letzte Rundenzeit war eine 1-2. Geil. Trinker, die sind was? Teigtaschen wie Pelmeni? Ja. Genau, auch mit Hack. Oh, ich muss ein bisschen Fuel saven. Aber der ist jetzt recht hilfreich. Alter, fahr mal, hallo, Sainz. Er wird gar kein DRS, ne? Thank you.
Moin, Kaya! Du, was? Nee. Brauchst du eine Eskorte? Kaya. Doch, hab dir Standard geschickt. Also, soll ich dir helfen, Kaya? Ich würde jetzt den Stream für dich pausieren, Schatzi, und würde rüber cruisen. Dank für den 22. Zwei Eis mit Kamael, bitte. Was habe ich gesagt? Hat gerade geleckt. Soll ich jetzt zu dir rüberfahren? Folgendermaßen, ich gehe gleich an die Box und dann pausieren wir diesen Streamerino und dann gehen wir einem Freund in Not aushelfen. Nee, mach ruhig. Nein! Wobei, du musst jetzt auf das Dings warten, oder was? Oder wie, oder wo, oder was? Nachher, ich warte auf den Notdienst-Copy. Was hast du denn für eine Panne? Batterie ist am Überhitzen. Ach lol. Lief nicht so gut, sagst du. Wow. Jetzt, wo ich eh keinen Anschluss mehr an irgendjemandem hab, geht das DRS wieder. Just saying. Unangenehm. Nee, Kaya.
Lieber nicht. Guten Nacht, Dömsche. Puh. Ich überlege gerade, wie wir es mit der Strategie machen. Ich bin ja jetzt 28 Runden auf dem Medium gefahren. Das heißt, wir haben entweder jetzt 15, 15, 14 Runden mit den Softs. Oder jeweils 22 Runden mit den Softs. Wenn ich bis Runde 50 durchfahre. Oder nochmal so 26 Runden oder so auf dem Medium. Kaya, wo stehst du denn eigentlich gerade? Autobahn oder Landstraße oder wo? Auf der A... What? Okay, läuft. Okay, auf dem Rastplatz. So, werte Damen und Herren. Alright, Leute, ab an die Box. Warte mal, hatte ich die Einfahrt richtig hinbekommen? Ja, hatte ich. Let's go. Ja, wir hatten 28 Runden, glaube ich, auf dem ersten Reifensatz, das war ein Medium. Und mein Plan ist jetzt tatsächlich zweimal Soft noch zu fahren. Wir haben 28 Runden, das heißt, wir können zweimal Softreifen nutzen.
Da vorne wird gefightet. Captain Iglo, danke für den 24. Merci, mein Lieber. Moin, moin. Und Dömschön, 52. Heidewitzka. Mittlerweile alleiniger Führender, oder? Flame Alfa Romeo wegen dem Hauptsponsor. Verständlich. Frage mich aber, warum du nicht genauso hart gegen Red Bull Flames haben PokerStars als Sponsor am Halo. Ja, das hat. Also ich sag mal so. Wo ist. Achso, da ist Kobayashi. Ich sag mal so. Ich lass ja eh nie wirklich ein positives Haar an Red Bull so. Man weiß ja, dass ich da mich sehr schwer tue mit der Firmenpolitik, wie sie gelebt wird und so. Grundsätzlich muss ich aber auch zugeben, dass ich bei Red Bull die Werbung noch nicht gesehen habe, to be honest. Das Auto ist eh so zugekleistert mit Werbung, dass es für mich schier unmöglich scheint, da einen neuen Sponsor ausfindig zu machen. Ich habe letztens erst entdeckt, dass die ja Walmart haben und die haben noch irgendwas anderes unterm Halo. Also es ist mir plump gesagt schlichtweg noch nicht aufgefallen bislang. Gut, bei Poker muss man sagen, Poker hat zumindest noch ein strategisches Element drin, auch wenn das auch zu einem gewissen Maß Glücksspiel ist. Aber das ist natürlich dann auch trotzdem nicht so geil. Wo ich halt ganz enttäuscht von bin, ist tatsächlich Ferrari, die halt auch, Alter, lenk doch nicht rüber, Ocon, fahr doch mal geradeaus. Ferrari hat auch so ein VGW Play als Sponsor. Und dann glaube ich noch was anderes, so ein Poker-Ding, und jetzt hatten sie wohl noch einen dritten Glücksspielsponsor drauf. Man muss aber auch sagen, Alfa Romeo hatte auch nochmal, was das angeht, eine etwas besondere Stellung, weil sie haben halt ein Casino, ein Online-Casino, als Hauptsponsor, als Titelsponsor. Das ist nicht, hey, das ist Red Bull und die haben auch mal einen PokerStars-Aufkleber drauf, sondern das ist, keine Ahnung, das ist Slot Machine Racing Alfa Romeo, so nach dem Motto. Und deswegen ist das mit Alfa Romeo immer so eine gewisse Sonderstellung für mich, warum ich mich da halt sehr, sehr schwer tue mit meinem Blondie. Aber ja, bei Ferrari war ich auch ernüchtert, als ich gesehen habe, die haben da ja auch einen Glücksspielsponsor drauf. Also da kann man sicher sein, dass ich
recht strikt dagegen bin. Danke für die gute Antwort. Jo, dir vielen Dank für den Hinweis, dass Red Bull da auch jetzt nicht wirklich unschuldig ist. Ja, leider muss man halt sagen, das ist mittlerweile so ein vollumfängliches Thema, es fällt halt kaum auf. Ich meine, hier was so Sportwetten oder so angeht, das ist ja auch ein super schwieriges Thema. Ich habe ein, zwei Mal auf Twitter kurz rumgescherzt, so, ah ja, ich setze einfach mal meine ganze Kohle auf den Verstappen-WM-Titel. Retrospektiv. Ich weiß nicht mal, ob man Wettscheine übertragen kann oder nicht, aber ich hätte es natürlich trotzdem machen können, nur auf Max Verstappen tippen und dann kannst du den Wettschein verkaufen. Zu einer besseren Quote dann quasi. Wenn man es kann, keine Ahnung, ob es geht oder nicht, aber ich habe darüber gescherzt. Aber ich selbst habe noch nie eine Sportwette abgeschlossen. Außer jetzt vielleicht mit Freunden mal, ja, wetten, der gewinnt oder sowas, aber das ist ja auch so ein Bereich, der sehr schleichend sehr viel Strahlkraft dann doch irgendwie gewonnen hat. Und so kamen dann auch so komische Geschichten wie Spitch. Oder ich hatte auch mal eine Anfrage zu irgendwas mit Formel E, was wohl auch mit NFTs funktionieren sollte oder sowas. Wo ich mir auch dachte, so dieses Trading, Booster, Karten, whatever, so ähnlich wie ich weiß nicht, wie hieß dieses Ding, das hat glaube ich irgendeiner mal getestet auf YouTube, so dass du irgendwie so Spielerkarten hast und du kannst sie so hoch traden und die spielen dann jedes Wochenende oder so, wo man angeblich richtig viel Asche wöchentlich machen konnte, auch mit Krypto kombiniert und sowas. Das sind halt alles so scammy Sachen. Ich kann verstehen, dass es immer so einen Drang gibt, Geld zu verdienen, schnell Geld zu verdienen. Man möchte ja irgendwie immer die Abkürzung im Leben nehmen. Aber ja, ich würde halt empfehlen, glaubt halt keinen Schlangenölverkäufern. Wenn euch Leute irgendwelche tollen Sachen versprechen, dann muss man da halt stets irgendwie das hinterfragen. Und wenn man spielend leicht Geld verdienen kann, dann weiß ich nicht. Eine Diskussion, die ja bei meinem neuen Auto so kurz mal aufgeflammt war, es ist halt klar, dass es so zwei, drei Leute immer gibt, die so ein Thema auch mal anstoßen, und das ist ja auch okay. Ich finde trotzdem, der Kontext ist jetzt nicht unbedingt der passende. Ich finde, wenn jemand sagt, ey, guck mal, das ist mein neues Auto, das habe ich mir jetzt gegönnt, dann kannst du auch mal sagen, yo, GZ, coole Sache. Aber natürlich gibt es dann trotzdem Leute, die auch schon da diese Diskussion suchen mit, hey, gerechte Lohnverteilung oder sonst was und was weiß ich was. Und das soll hier gar nicht Thema sein, sondern im Endeffekt hat es bei mir halt auch fast 9 Jahre jetzt mit YouTube gedauert, ehe ich mir mal so eine Anschaffung dann machen konnte. Das heißt auch hier, das ist jetzt nicht so, hey, starte mit YouTube durch und ein Jahr später hast du irgendwie safe deinen Aston Martin oder so, sondern es kann halt auch gut und gerne mal 7, 8, 9 Jahre dauern, dass du halt dir das langsam und stetig aufbaust. Und an der Stelle nochmal angemerkt, man muss über diese Disclaimer machen, weil sonst gibt es immer Leute, die es missverstehen. Ich beschwere mich da natürlich nicht irgendwie, oh, ich verdiene zu wenig, das dauert zu lange oder sonst was. Ich sage einfach nur, selbst so diese Wege, die einem vielleicht kurzzeitig mal einfach scheinen, sind vielleicht einfach ein bisschen mit mehr Aufwand, mit mehr Zeitaufwand auch verbunden. Ich meine, vielleicht kennt mich jemand erst seit 2 Jahren und denkt sich, boah, 2 Jahre YouTube und bam, der holt sich so eine Karre. Aber da darf man halt nicht vergessen, dass das alles so eine etwas längere Historie hat. Bei mir ist halt auch das Ding, ich habe da auch mal so ein bisschen die Statistiken so bei mir geführt hier und da. Tatsächlich habe ich rund 3-4 Jahre nicht mal Mindestlohn verdient mit
dem pro Video. Also, und pro Video hat es safe eine Stunde plus gedauert, das zu machen. Also du musst da schon irgendwie dranbleiben. Das ist auch, glaube ich, das, woran die meisten bei YouTube scheitern. Dass man da nicht bereit ist, dieses zeitliche, oh nein, Invest in Anspruch zu nehmen. Moin Chris, danke dir für die 173. Guten Abend zusammen. Moini. Ja, also ich glaube, das ist halt das, wo die meisten auch bei YouTube scheitern. Weil sie halt eben sagen, 5 Videos hochgeladen, läuft nicht, ja komm, lass ich sein. Ich meine, es kann natürlich funktionieren, 5 Videos hochladen, Pam, du bist erfolgreich. Lixi, danke dir für den Prime Sub in den dritten, merci. Ehre. Aber das ist ein absolut seltener Fall, dass das klappt. Boy Wandi, vielen Dank für die 2 Gift-Subs. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Norris of Harten. PC machbar? Ja. Denke ich schon. Noch etwa 3 Sekunden zu Gasly, der da gerade überrunden muss, glaube ich. Oder? Bleib erstmal Norris dran, das funktioniert hier ganz gut. Kimi sagt Box, Box, Box. Kimi!
theoretisch könnte ich auch, glaube ich, durchfahren einfach. Ich bin ziemlich sicher, dass ich vor Gassi ins Ziel käme. Ich glaube, Stroll würde ich auch hinbekommen. Nice, Kobayashi ist auf Softs. Hey Mini-Hund, entspann dich. Oma kommt gleich wieder. Alles gut. Leider Hater hast du immer und überall. Hab früh mit Immobilien angefangen und Hater in der Familie, was? Uff. Real Soaking, danke dir für den 15. Merci, mein Lieber, und Lord Venundi. Dir auch viel, viel Dank für den 22. Push, push. Alt 3. I'm giving my best. Gib ihm, ist gut jetzt. Zogen auf die Kommentare zu einem Auto. Jojo, I know. Hommage. Ja, aber wie gesagt, das war eigentlich ein anderer Kontext. Ich meinte jetzt gar nicht so, hey, da wird gehatet oder da gibt es Leute, die Neid haben. Ist ja auch ein gerechtfertigter Punkt zu sagen, hey, Pflegekräfte und viele Berufszweige verdienen nicht genug. Nur wie gesagt, ich finde halt irgendwie zu sagen, wenn jemand sagt, hey, guck mal, ich habe ein neues Auto geholt, dann zu sagen, ja, lass uns mal über das Gehalt von Pflegekräften zu reden, das ist halt immer so, jetzt das Timing muss. Edward, danke für den Raiderino, Schatzi. So, jetzt komm. Elf, 4 Sekunden nach vorne. Brauche ich eine Sekunde nach vorne zu Stroll jeweils? Oh, oder auch nicht.
Lol. Wenn das Schicksal einen ganz toll mag. Hello. Na gut, Tim, aber du hast da eine sehr negative Perspektive drauf. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir... Ey, ich hab gesagt, 2-3 Leute haben so Kommentare abgegeben. Ich habe das als Anlass genommen für was anderes. Als thematische... thematischen Bezug. Nee, ich muss tatsächlich sagen, bei mir war der Zuspruch so gigantisch groß, dass ich schlicht und ergreifend dankbar dafür bin, dass es so ist, weil... Also die Community gönnt es mir halt wirklich von ganzem Herzen. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Ich kann mich da in keinster Weise beschweren. Und ich kann auch nicht sagen, hey, doofe Neidkultur oder sonst was, sondern nö. Ist halt auf jeden Fall sehr, sehr... positiv, wie mein neues Auto aufgenommen wurde. So, moin Holger. Was geht, Schatzi? Also ich werde jetzt erstmal Kamui Kobayashi ein wenig als ERS-Ladestation nutzen und vor Piagasti abschirmen. Warm, zu warm. Mhm. Vollste Zustimmung. Ich fühle mich immer jämmerlich, wenn ich ohne Bewegung anfange zu schwitzen und zu ölen. Weißt du, wenn du wenigstens fährst, so wie jetzt gerade, und dann schwitzt du, dann ist okay, ja, dann betätigst du dich auch körperlich. Aber wenn du einfach so da sitzt und anfängst zu schwitzen, bleh. So, wer das Auto sehen möchte, Ausrufezeichen Insta. Da hat man, glaube ich, die besten Eindrücke. Arbeitest du sonst noch was außer YouTube? Twitch? Aktuell sind wir beide in den Punkten. Plus Mückenstiche. Eieiei. Oh je. Bam, badadam, bam, bam, badadam. Bam ba 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 bam ba da ba da. Ich hätte mal Bock auf My Summer Car. Hattest du nicht ein abgeschlossenes Studium? Das ist richtig. Aber das resultierte nicht in einen Beruf in dem Bereich, in dem ich studiert habe. Haribo Killer, keine Name. Danke dir für den Submarino, Ehre. Welcher Bereich war es nochmal? Wirtschaftswissenschaften? Tim, meinst du Miami oder Las Vegas? Also ich kann jedem nur nahelegen, auf dem Hauptkanal das Las Vegas-Rennen zu schauen. Das ist ultimativ krass. Guck mal, Kimi dachte die ganze Zeit, er wüsste, wann meine Mutter kommt. Und hat dann die ganze Zeit rumgebrüllt, rumgeplärrt und so. Bei jedem Geräusch, wo er dachte, ja, das muss sie jetzt sein. Das muss sie sein. Und jetzt ist sie da und er hat einfach nichts mitbekommen. Dave trifft auf Gabriel für mich echt.
Colonia, danke für den Prime Sub. Fast verpasst. Vielen, vielen Dank. Miami oder Las Vegas, Hauptsache Mexiko. Lass nicht den Trump hören, sonst rast er komplett aus mit seiner Mauer. Nee, ich bring auch Miami und Las Vegas ultra oft durcheinander. Hat auch schon Bits rausgehauen, aber da kam keine Nachricht von. Oh. Ich sehe auch keine Benachrichtigung. Heute? Auf jeden Fall vielen Dank. Twitch. Mach ich danach noch ein Rennen? Ja, danach fahren wir noch Monza. Vorhin zweimal eigentlich. Oh, ich guck gleich auch mal nach. Danke dir auf jeden Fall. Let's go. Chris van der Beard, vielen Dank für den 40. mein Lieber. Du sag mal Chris, was ist denn die nächste große Stadt bei dir in der Nähe? Ich frag das immer so unvermittelt, ne? Vielleicht sollte ich ein bisschen klarer kommunizieren, warum ich sowas überhaupt frage. Ich überlege so ein bisschen durch Deutschland zu touren mit dem Auto. Und bei der Gelegenheit kann man mal ein paar Leute besuchen, die auch schon länger dabei sind. Und sie mal auf eine Runde mit einem wunderschönen F1 Edition mitnehmen. Herzog nach oder Nürnberg? Ah, in der Nähe von Anton. Nice. Nein! Wie machen wir das jetzt? Sag ich doch. Ah, jetzt melden sie. Jetzt melden sie sich alle. Zeit für Special Tactics. Ich habe einen Plan. Natürlich jetzt ärgerlich, dass Pierre Gasly hier vorbei ist. Kamui Kobayashi kommt da leider nicht mehr vorbei, glaube ich. Noch haben wir nicht ganz unten in die Trickkiste gegriffen.
Alter, 4 Pro. Danke für 25. mein Lieber, Ehre. Alter, Hamilton mal kurz vor mir überrunden. Come on. You can pass Dave now. Jovanski, danke dir für den Raid. Merci, mein Lieber. Alphans 23 gespielt. Diese gut, was gemacht. Sehr schön. Alter. Alter, Alter. Das hat funktioniert. Der Moment, wenn du ein absolutes Kellerkind bist und mehr an der frischen Luft warst und dich fragst, warum du so rot bist. Let's be one. Oder so. Schön Gasly nochmal in den Zweikampf verwickelt. Ja, mehr als P9 war nicht drin. Oder P10 halt. P9 und P10. So. 7 Pünktchen bei Kamui Kobayashi. 109 bei mir. 116 als Team. 6 Punkte Rückstand zu Aston Martin, die uns hier überholt haben. Schade. Ja, damit würde ich sagen, für die Leute auf YouTube. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wenn es so ist. Däumchen, Abo, bis zum nächsten. Tschüss.